Hallo und herzlich willkommen an meinem Schreibtisch und nicht im Wald und oh, da ist noch Dreck. Dreck bitte einfach ignorieren. Ja, hallo und herzlich willkommen. Zwar nicht im Wald, sondern an meinem Schreibtisch, aber ich mache mal hier ein Video, was ich bisher noch nie gemacht habe, nämlich ein sogenanntes Unboxing. Und zwar habe ich hier eine Arctic Fieldration. Ich vermute mal, das spricht man so aus in Deutsch. Also eine arktische Weltration, wenn man es dann noch übersetzen möchte. Von der Firma Drytech. Die sind aus Norwegen, hocken da in so einem kleinen Örtchen rum. Also jedes Örtchen in Norwegen, aber mit Ausnahme von Oslo ist klein und selbst Oslo sieht eigentlich aus wie nur ein besseres mittelgroßes Städtchen in Deutschland gefühlt, als wer das schon mal war. Wie eine riesige Großstadt sieht das nicht aus. Es liegt daran, dass es ja auch gar nicht so groß ist. Egal, ich muss jetzt hier nicht über Oslo philosophieren. Das hier ist eine Militärration, von der Soldat, wie ich inzwischen rausgefunden habe, doch tatsächlich drei am Tag fressen soll. Wie das genau gehen soll, weiß ich nicht, was der Soldat da dann leisten soll, aber vermutlich heißt es deshalb auch Arctic Field Ration, denn diese ganze Packung hat insgesamt, ah ja, da steht's, 1217 Kilokalorien. Das ist ja schon mal irgendwie ganz ordentlich, so für eine Mahlzeit interessanterweise. Und davon soll man dann eigentlich drei am Tag zu sich nehmen, damit man dann auf seine etwa 3600 Kalorien kommt. Ja, okay, zugegeben, für ordentlich körperlichen Einsatz in arktischen Gefilden, im Winter dann vielleicht auch noch, da ist das durchaus dann angemessen. Und das Paketchen, was ich hier habe, ist ein Frühstück. So viel dazu. Vielleicht noch ein paar Worte zur Firma. Die machen Folgendes, die machen hier einmal Real Field Meal. Das ist halt eben die Militärvariante deren Trockennahrung im weiteren Sinne. Und dann machen sie nochmal was Gleiches, was Ähnliches, sagen wir es mal so, für den zivilen Markt. Bei der Militärvariante kriegst du halt eben diese komplett rundum sorglos Fresspakete, die da so aussehen. Und innen drin ist nochmal alles einzeln verpackt. Und ja. Ach so, welches Militär hat das im Einsatz? Zunächst mal die Norweger, weil die stellen es ja her. Dann die Schweden haben es auch. Die brauchen es ja nur gerade von nebenan importieren. Und lustigerweise, wo habe ich das her? Aus der Schweiz. Ist gar nicht so blöd, wenn man drüber nachdenkt, weil Arktik haben die auch, nur halt eben auf dem Berg und nicht, weil sie so weit im Norden sind. Von daher macht das echt Sinn von den Schweizern. Und man könnte jetzt quasi sagen, das hier ist das EPA der Schweizer Armee. Eine Mahlzeit des EPAs der Schweizer Armee und davon haben die halt eben drei für einen Tag. Bei so richtig krassen Einsätzen sollen die drei davon essen. Da bleibt dann hin und wieder mal was übrig und dann habe ich jetzt hier eben Glück gehabt, dass ich dann ein paar Schweizer Soldaten kenne. Genau genommen wirklich ein paar. Und ja. Und dankenswerterweise habe ich dann zwei dieser Frühstücke hier geschenkt bekommen und bin jetzt total begeistert und bin gespannt, was da drin ist, weil auf diesen Ausdruck hier werde ich jetzt nicht so hundertprozentig schlau, was da jetzt genau drin ist. Irgendwie verwirrt mich das und man kann dieses Ding hier auch noch aufklappen. Dann kriegt man noch ein paar mehr Informationen und ich halte euch das jetzt mal in die Kamera und wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr jetzt bitte Pause drücken und es euch durchlesen, weil vorlesen werde ich nicht, weil es ist Englisch und dann mache ich mich lächerlich. Ich verstehe das zwar, aber meine Aussprache ist ein bisschen bescheiden. So viel dazu und jetzt kommt halt eben der spannende Moment, in dem wir das mal auspacken werden. Jawohl. So, und dazu hier oben das Äckelchen nehmen und aufreißen und dann kommen gleich die leckeren Inhaltsbestandteile. So, also das gute Stück ist offen. Der Inhalt soll angeblich immer so ein kleines bisschen variieren. Also selbst wenn man das in Anführungszeichen gleiche Paket kauft oder ausgehändigt bekommt, kaufen tut das ja so niemand. Das kriegst du ja normalerweise wirklich beim Militär eben ausgehändigt. Man kann die auch irgendwie kaufen oder zumindest konnte man das mal, weiß ich jetzt nicht. Ihr könnt ja mal recherchieren, ob ihr da irgendwie drankommt.
Es variiert immer so ein bisschen, was drin ist, jedenfalls. Also selbst wenn man das gleiche Frühstück kauft, nämlich hier dieses Blaubeer-Ock-Vanille-Müsli oder wie auch immer, dann kann da trotzdem ein bisschen was Unterschiedliches drin sein, habe ich mir sagen lassen. Und in diesem Fall habe ich zum Beispiel, anders als bei dem anderen Frühstück, das ich da mal gesehen bzw. teilweise gegessen habe, ist hier jetzt nur ein Schokoriegel drin. 25 Gramm von der guten Real Energy Chocolate. Mir persönlich schmeckt die relativ gut. Ja, alternativ gibt es auch noch eine Tafel, die hat dann glaube ich 75 Gramm. Gut, was ist da drin? Also zunächst mal fällt auf, die hat 522 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist selbst für eine Schokolade, die ja per se schon mal relativ viele Kalorien hat, sehr viel. Und das liegt daran, dass die hier einen erhöhten Fettgehalt drin haben. Das heißt, die ist sehr wahrscheinlich pflanzenfetthaltig, wahrscheinlich auch in irgendeiner Form. Öl. Lass mal gucken. Fett, was hervor, wie schaust du aus? Mettet Fett, mettet, saturatet Fett, keine Ahnung. Werde ich nicht schlau draus, aber die hat halt eben einen sehr hohen Fettanteil, trotzdem auch noch viel Kakao drin. Schmeckt schon ein bisschen ungewohnt, wenn man normale Milka-Schokolade so im Vergleich futtert. Und spaßeshalber konnte ich eigentlich, also ich esse jetzt nicht alles, was da drin ist, aber ein Stückchen Schokolade kann ich mir jetzt gerade schon mal, ein kleines Stückchen. Ihr seht, die ist ziemlich dunkel von der Farbe her und ja. Also man merkt schon beim dran rumlutschen, dass die doch recht, ja, so leicht ölig schmeckt. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sie ist lecker. Also mir schmeckt sie. So, jetzt haben wir hier einen Beutel. Ich habe keine Ahnung, spontan erstmal. Sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Wie gesagt, ein bisschen was von diesem Zeug kenne ich schon. Tuna, Lime and Pepper, 85 g. Ist scheinbar Thunfisch drin, Wasser, Sonnenblumenöl, Essig, Zucker, Lime Juice, aha, Garlic, Black Pepper. Ich vermute, das ist so eine Art Pemmikan. Kennt ihr Pemmikan? Pemmikan ist so ein Haufen, ja, trockenes Fleisch zusammengestampft, mit Früchten zusammengestampft, viel Fett. Das ist so eine Art Eskimo-Nahrung. Und das gibt dann so ein, ja, Fleischbrei, kann man sagen. Sehr gewöhnungsbedürftig im Geschmack, aber enorm energiehaltig und hat Kalorien wie Sau. Das kann aber sowas eigentlich nicht sein, weil das hier hat nur 156 Kalorien pro 100 Gramm. Ich interpretiere das jetzt mal. Fish, Mustard, may contain Soja. Ich interpretiere das jetzt mal als eine Art Brotaufstrich. Die Skandinavier fressen ja gerne irgendwelche Fischpasten, in Anführungszeichen. Aber Thunfisch, Limone und Pepper? Interessant. Irgendwann esse ich das mal und erkläre euch, wie es gewesen ist. Ich kann das jetzt echt nicht zuordnen. Ich will es aber jetzt auch nicht aufmachen, weil dann müsste ich es wegwerfen, wenn ich nicht gleich esse. Und ich habe jetzt nicht vor, viel zu essen gerade. So, dann haben wir, das ist wohl immer überall drin, standardmäßig, sind diese Desinfektionstüchchen. 70% Alkohol. Ich weiß nicht, ob das als Serviette für die Hände gedacht ist. Wahrscheinlich, ja, doch. Denke ich mal von aus. Man könnte es aber auch mit Sicherheit als Desinfektionstüchlein fürs Erste-Hilfe-Paket verwenden. Und da werde ich das jetzt auch hinpacken. Also hier nicht jetzt, aber bald. davon gibt es eigentlich noch irgendwo ein zweites. Wo haben wir es? Mal gucken, was da noch so zum Vorschein kommt. Machen wir mal langsam. Das ist der berühmte Kaugummi, Pfefferminz. Das ist so ein recht milder Pfefferminz-Kaugummi. Es sind zwei Stück drin, die habe ich schon probiert. Die sind eigentlich ganz gut. Ich bin kein großer Kaugummi-Kauer. Nach gefühlten 5 Minuten oder was ist der Geschmack raus. Und dann kann man halt noch weiter drauf rumkauen. Nach dem Essen sicher ganz lustig. Und ein ganz nettes kleines Gimmick. Und ja, vielleicht packe ich mir sowas mal in mein EDC-Paket. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, dass man wirklich irgendwas hat, wo man drauf rumkauen kann, um den Kiefer zu beschäftigen. Das soll ja auch irgendwie ein bisschen den Hungerreiz unterdrücken. Ich probiere das mal aus und erkläre euch, ob es funktioniert hat.
Gut, was haben wir denn da noch Schönes? Das hier scheint Kaffee zu sein. Das habe ich schon mal gesehen. Ich habe mich auch noch nie getraut, sowas mal zu probieren. Ich muss mal irgendwann mal eine Testperson suchen, der ich das andrehe, ob man das trinken kann. Also es steht jedenfalls drauf, Freeze-Dried Instant Coffee. Also das kann ja eigentlich dann nur irgendein Kaffee sein. Leider steht nicht drauf, wie viel Wasser man da dazu kippen soll oder ob man dann noch irgendwie Zucker oder irgendwas braucht. Rätsel in der Finsternis. Muss ich auch mal irgendwann ausprobieren und halte euch auf dem Laufenden, wenn ich jemanden gefunden habe, der bereit ist, das hier mal zu probieren und mir zu sagen, wie das schmeckt. Aber nee, Kaffee kann ich echt überhaupt nicht leiden. Ich bin leidenschaftlicher Teetrinker. Guten Tee. Guten Tee. Sonst lieber gar kein Heißgetränk, wenn kein guter Tee. Aber ja. Was ist das denn bitte? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ah, okay. Cranberries. 30 Gramm. Ja, enthält 60% Cranberries, scheinbar. Dann wohl noch ein bisschen Zucker, Sonnenblumenöl, aber keine Allergene. Naja, okay. Also da kann man sich, glaube ich, vorstellen, was drin ist. Das wird wohl so eine Art Rosinenersatz sein, aber halt eben nicht Rosinen, sondern eben diese berühmten Cranberries. Die kann man ja nicht übersetzen. Das ist ja tatsächlich eine Pflanze, die in Europa nicht vorkommt. Deshalb frage ich mich gerade, warum ist das in einem norwegischen Paket? Das ist doch bestimmt nicht in Dänemark hergestellt. Aha, Moment mal. In Dänemark. Wozu gehört Grönland? Dänemark. Wo wachsen die Dinger? Grönland. Also, ich glaube, das könnte ein grönländischer Import sein. Oh, das wäre cool. Ja? Gehen wir mal einfach davon aus, dass es das ist. Ehrlich gesagt mag ich die Teile nicht besonders, aber ja gut, hey. Emergency-Futter, also. Bitte, ne? Was ich toll finde und was wir in Schottland auch viel getrunken haben, also da hatte eben meine liebe Reisebegleitung jede Menge von diesen Dingern hier dabei, das ist im Prinzip Getränkepulver. Es steht, glaube ich, drauf, man soll das auf einen halben Liter kippen oder was. Gucken wir mal. Ja, halber Liter. Das ist furchtbar. Wenn man das auf einen halben Liter kippt, dann ist das so eine süße Plörre, das kann kein Mensch trinken. Aber auf 1,5 Liter gibt das dann so ein leicht süßes Wasser mit Geschmack und durch den Zucker, wenn man das über den Tag verteilt säuft, bleibt der Blutzuckerspiegel immer schön oben und das, da ist der Name wirklich Programm. Energy Drink trifft es wirklich gut, also gerade wenn man in der Pampa unterwegs ist, also das habe ich wirklich nachweislich in der Pampa getestet, zusammen mit meiner lieben Reisebegleitung. Muss ich mal aufpassen, wie ich sie nenne, sonst kriege ich noch Ärger von ihr. und ja, also das war richtig gut. Also das hat uns ordentlich am Leben erhalten, in Anführungszeichen. Das fertige Getränk hat dann auch durchaus ein paar Kalorien. Ja, schön ist übrigens auch noch, dass hier noch ein paar Mineralien drin sind, also immerhin Natrium, Kalium und Magnesium. Das ist von daher gut, weil das so die Dinger sind, die wirklich so am schwierigsten aus der Natur zu bekommen sind. Calcium wäre auch noch gut gewesen, wenn es drin wäre, aber naja, wollen wir mal nicht meckern. Ist ein bisschen was vorhanden, ist auf jeden Fall hilfreich. Geschmacklich war das ganz gut, wobei ich jetzt nicht sagen kann, ich glaube, diese Geschmacksrichtung habe ich noch nicht probiert. Was immer das heißen soll. Moment, das steht doch bestimmt nochmal auf Englisch. Ach, Himbeer, so eine Art Himbeer. Vermute ich mal. Also hier steht Hindbeer. Ich habe ja einen Kumpel aus Schweden. Ich frage den mal, wie man sowas korrekt ausspricht. Vielleicht mache ich da mal kurz ein Schwedisch für Anfänger-Video oder was. Oder setze ihn selber vor die Kamera und er soll mal übersetzen und mal gucken. Ne? Also Simon, wenn du hier zuguckst, ne? Ich komm da mal auf dich zu, kann schon mal wegrennen. So, was haben wir hier? Ah ja, die gute grinsendes Kindleberwurst, die kenne ich jetzt schon. Die hatte ich schon mal irgendwo. Ich habe lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, was das eigentlich ist. Habe es dann irgendwann wirklich nur dadurch mit Sicherheit identifizieren können, dass ich es tatsächlich mal aufgemacht habe. Mit dem Erfolg, dass das tatsächlich eine Leberwurst ist. Wieder was ich jetzt so sehr nicht mag, aber andererseits, naja, in der Not frisst der Teufel auf Leberwurst. Also, geht.
Ich stelle übrigens gerade fest, alternativ zu diesem eigenartigen, was immer das auch sein mag, hatte ich auch mal irgendwo Marmelade gesehen. Also das gibt's auch, so ein kleines Päckchen Marmelade. Da dieses Päckchen hier erheblich größer ist, finde ich das eigentlich jetzt so notrationstechnisch durchaus besser. Übrigens, für diejenigen, die sich fragen, hier gibt's irgendwie so ein seltsames Zeug, was irgendwie scheinbar ein Brotaufstrich sein soll und Leberwurst, was definitiv ein Brotaufstrich ist. Wo ist das Brot? Das kommt nämlich jetzt, in Anführungszeichen. Nämlich, das hier ist die großartigen Haferkekse, die hier drin ist, sind. Das ist, also die Skandinavier können ja Haferkekse. Also das können sie ja nun definitiv. Wer schon mal in Skandinavien war und noch keine Haferkekse dort gegessen hat, der hat definitiv was falsch gemacht. Und ja, also die sind sehr lecker. Soweit ich die in Erinnerung habe. Ich habe die, glaube ich, auch schon mal probiert. Und jetzt frage ich mich, ob ich die jetzt aufmachen soll. Nee. Also es ist ein sehr neutral schmeckender Haferkeks, sehr wenig süß. Weshalb kann ich mir auch vorstellen, dass man da notfalls sogar die Leberwurst rausschmieren kann. Und dieses Zeug hier auch, weil das muss ja auch irgendwie so zumindest teilweise auch eine süßliche Komponente haben. Ja, immerhin ist da Limette drin, wenn ich Leim richtig interpretiere. Was das sein soll. Wenn mich jemand aufklären möchte, darf er das gerne tun. Also da bin ich echt mal gespannt auf dieses Zeug. Das gibt nochmal ein extra Video, wenn verköstigt. Sehr eigenartige Notnahrung. Naja, mal gucken. Also diese Kekse sind jedenfalls sehr lecker. Für meinen Geschmack sind es ein bisschen wenig Kekse für sehr viel Zeug, was man da potenziell draufschmieren könnte. Zumal da die Leberwurst auch noch dazu gehört. Und jetzt stelle ich gerade fest, ich dachte, da wäre noch ein zweiter Schokolade. Ist aber nicht. Ja, dem Ganzen liegt ein Löffel bei. Das finde ich auch sehr gut. Ich vermisse das zweite Desinfektionstüchlein. Normalerweise sind da scheinbar angeblich immer zwei Desinfektionstüchlein drin. Ich habe jetzt nur eins gefunden. Naja. Aber dass jetzt zum Beispiel ein Löffel beiliegt, ist echt eine gute Idee, weil man den Löffel gerne mal vergisst. Outdoors. Und dann hat man hier noch einen Ersatzlöffel. Scheinbar soll das dem Soldaten auch Zeit sparen, dass er nicht spülen muss, weil er kann den Löffel dann mitsamt dem anderen Zeug quasi wegschmeißen und beim nächsten Essen hat er wieder einen Löffel. Gut, es ist ja hier so für Extrembedingungen, da kommt es ja auf einen Löffel, der in der Natur liegt, nicht an, wenn da ordentlich Krieg herrscht. Ne? Gut, und dann haben wir hier noch das Hauptgericht und, oh ja, ganz wichtig, das ist wohl scheinbar standardmäßig auch immer drin. Das stand nämlich vorne drauf. Moment, ich zeige euch das nochmal schnell. Hier, Basic Kit in All Chambers. Desinfektionstüchlein, Plastic Bag with Ziploc. Wo ist er? Hier. Wozu die genau gut ist, weiß ich auch nicht. Und ein Plastic Spoon. Jawohl. Also ich gehe mal davon aus, dass die dafür gedacht ist, dass man entweder seinen Müll reinpacken soll oder irgendwas, was man aufgemacht hat und dann nicht ganz aufessen kann, da drin luftdicht verschließen oder keine Ahnung, wozu die genau da ist. Naja, kann ich aber auch gebrauchen. Man kann nie genug Ziploc-Plastiktüten haben. Gut, das Ding ist ansonsten leer. Ich habe mir auch erklären lassen, dass das wohl auch als Schüssel nutzbar ist. Diese Packung, dass du dann quasi da draus möglicherweise deine Kekse futtern kannst mit deinem was auch immer drauf, dass man das dann so wohl teilweise tut, habe ich im Internet gelesen. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Hauptgericht und das ist ja eigentlich das, was diese Firma eben ausmacht, dass die solche gefriergetrocknete Nahrung produziert und diese gefriergetrocknete Nahrung ist grundsätzlich, kommt immer ohne Konservierungsstoffe aus, größtenteils wohl auch immer ohne Geschmacksverstärker. Gucken wir mal. Ja, scheint keiner drin zu sein. Nach dem, was ich hier jetzt so lese. Das ist wohl normal, dass da keiner drin ist. Und hier in diesem Fall habe ich es mit einem Frühstück zu tun. Und zwar Blaubeeren mit Vanillemüsli, wenn ich das richtig interpretiere. Besonders toll finde ich eben an diesen Real Field Meal Dingern hier, dass die unter Vakuum verpackt sind, was dazu führt, dass man die wirklich auf ein minimales Packmaß bringen kann. Und man kann auch erkennen, ob die Tüte jetzt jemals beschädigt war, weil dann ist eben diese Vakuumverpackung, dieses wirklich so drumrum gesaugt um den Inhalt, so krass nicht mehr zu sehen. Also sobald man die einreißt, geht das Vakuum flöten und die Tüte ist nicht mehr so, sieht halt nicht mehr so aus. Da fehlen mir die Worte,
um das zu beschreiben. Daran kann man auch sehen, das Ding ist noch frisch. Haltbarkeitsdatum ist jetzt gar nicht so Bombe, aber wie bei allen dieser gefriergetrockneten Nahrungsmittel, insbesondere wenn sie sich dann noch im Vakuum befinden, kann man davon ausgehen, dass die viel, 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 viel länger haltbar sind, als hier draufsteht. Was hier draufsteht, ist Februar 2019, wobei ich nicht weiß, wann es hergestellt ist. Ah, wahrscheinlich ist das das zweite Datum, 20. Februar 2014. Damit wäre es dann 5 Jahre haltbar. Das klingt ja plausibel, würde ich sagen. Also wahrscheinlich ist es so. Also wahrscheinlich in Wirklichkeit mindestens 10 Jahre, könnte ich mir gut vorstellen. Also wenn man es vernünftig lagert. Und eben dieses Hauptgericht in Anführungszeichen, das ist so der entscheidende Bestandteil dieser ganzen Fresspakete hier. Vielleicht noch zusammen mit diesem Ding und den Keksen würde ich das jetzt so als Hauptmahlzeit tatsächlich dann verzehren. Das andere Zeug sammelt sich dann schnell an und wie ich eben von meiner Schweizer Armee-Kollegin weiß, hat die daheim immer massenhaft so Schokolade rumliegen, weil man damit einfach nicht fertig wird, was man da an Schokolade bekommt. Ich meine, wir sprechen von der Schweiz, ne? Also Schokolade, da kennen die sich aus. Diese skandinavische Schokolade hier ist ja nochmal was anderes. Die haben also zusätzlich noch die Schweizer Militärschokolade. Habe ich übrigens auch geschenkt bekommen. Lecker, lecker, lecker. Die ist auch richtig gut. Ja, was gibt es jetzt zu diesem Ding hier noch zu sagen? Was ist da überhaupt drin? Coated Grain, Oat, Sugar, Salt, Vanillin. Aha, also umhülltes Getreide scheinbar. Das werden so irgendwelche Knusperflakes sein, in Anführungszeichen. Dann normale Haferflocken, Milchpulver, Vollmehlflakes. Das wird sowas wie Cornflakes sein. Aha, Vollmehl, Wholemeal Oat, Sirup, Karottensaft. Aha. Karottensaftkonzentrat. So, jetzt. Und ein bisschen Salz. Aha. Dann halt noch Zucker. Blaubeeren. Mit Blaubeeren Fructose. Säureregulator. Also so ein ganz kleines bisschen Chemie ist dann doch drin. Malic Exit. Tartaric Exit. Keine Ahnung. Aroma und Apfel. Aha. Ja. Klingt nach einem leckeren Frühstücksmüsli, in Anführungszeichen. Das Ganze lässt sich auch mit kaltem Wasser zubereiten, habe ich rausgefunden. Kann man, hier steht's, 2 bis 100 Grad heißes Wasser. Hier, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Jetzt kann man es, glaube ich, lesen. Wie gesagt, also es geht auch mit kaltem Wasser, da muss man aber viel, viel, viel länger warten mit 100 Grad heißem Wasser, also reinkippen. Umrühren, oben zumachen, hat hier ja auch so ein Ziplock-Dingens. 1 bis 3 Minuten warten und mampfen. Jawohl. Und so ein Beutel hat 450 Kalorien. Das variiert, da gibt es noch andere Gerichte, die haben noch mal mehr. Ich glaube, das geht irgendwie bis das Dickste, was ich mal gesehen habe, also irgendwo im Internet gefunden habe. Das waren, glaube ich, 570 für so einen Beutel. Ja. Aber für ein Frühstück ist das auf jeden Fall sicher toll. Außerdem ein warmes Frühstück in arktischer Umgebung, weil wir haben es ja mit einem Arktik-Fieldmehl zu tun, ist ja eine tolle Sache. Also geschmacklich fand ich die bisher. Ich habe schon ein paar gegessen. Ich hatte mal Döner, glaube ich. Der war sehr gut. Und dann gab es nochmal so einen Reis mit Fleischtopf in irgendeiner Form. Der war auch eigentlich sehr lecker. Aber ja gut, geschmacklich kann man mich wieder nicht wirklich ernst nehmen. Ich fresse auch den Cheeseburger aus der Dose gern. Also, was ich halt toll finde, ist eben diese vakuumierte Verpackung. Insgesamt, dass die Verpackung relativ klein ausfällt. Die Trekkinggerichte haben ja immer so eine große Tüte. Mir ist da ein kleines Tütchen echt lieber. Und eben durch diese Vakuumierung, dieses Wort, kann man das doch sehr klein verpacken. Das kann man sich sogar in die Hosentasche stecken und morgens nochmal schnell auf den nächsten Gipfel steigen, oben sein Müsli verzehren, notfalls halt mit kaltem Wasser oder halt noch schnell einen Esbit-Kocher mitnehmen. Und vielleicht noch irgendeine Tasse, wo man das dann heiß machen kann, das Wasser. Und eine Tasse habe ich jetzt dummerweise nicht gerade nebendran stehen. Das mit dem Esbit-Kocher war auch Zufall. Ja, finde ich alles toll.
Also finde ich alles wirklich ganz enorm toll. Ihr hättet mich mal sehen sollen, als ich das Paket bekommen habe, wo das alles drin gewesen ist. Ich bin vor Begeisterung schier aus dem Häuschen gewesen. Mittlerweile hat es sich ein bisschen gelegt, weshalb ich jetzt ein halbwegs nüchternes Video machen kann, ohne gleich völlig auszuflippen. Und ja, das ist also definitiv das Zeug, was da drin ist. Und das war dann ein norwegisch-schwedisches Schweizer Ehepaar. Ich hoffe, das fandet ihr jetzt einigermaßen interessant. Ich weiß, es war ausführlich, aber das seid ihr von mir gewöhnt. Macht's gut. Tschüss.